Frenetischer Jubel wie nach einem Sieg beim Fußball. Für die Protestbewegung ist das Votum für ein Amtsenthebungsverfahren gegen die Präsidentin so etwas wie die Stunde Null für Brasilien. É um trabalho de que vai render alguma coisa. Então, não tem mais dúvida que o Brasil vai voltar a ser o Brasil. Nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! Nach neunstündiger Debatte und Abstimmung hatte das Parlament mehr als die erforderliche Zweidrittelmehrheit erzielt. 367 Abgeordnete votierten für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Rousseff, 137 dagegen. Rousseff steht seit langem unter Druck und wird unter anderem für die schlechte wirtschaftliche Entwicklung des Landes verantwortlich gemacht. Sie selbst spricht von einem Putsch gegen sie. Die Absetzung der Präsidentin ist in greifbare Nähe gerückt. Jetzt muss noch der Senat über die Zukunft der Staatschefin abstimmen. Diese hat allerdings wiederholt angekündigt, dass sie nicht zurücktreten werde.